Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Tag zum Symposium Sinn und Präsenz in Improvisation hier im Exploratorium Berlin. Es geht bei uns weiter mit einer Präsentation von Urban Mäder. Herzlich willkommen, Urban. Ja, hallo. Ich hatte ja einen Titel gesetzt, den man nachlesen kann. Der stimmt so ein bisschen allgemein gesagt, aber eigentlich stimmt er so nicht mehr. Vor allen Dingen seit gestern Abend um 12:30 oder heute Morgen habe ich noch einiges auf den Kopf gestellt. Vor allen Dingen habe ich gemerkt, ich hatte einen Text, den ich gedacht habe abzulesen und habe gemerkt, nein, das geht nicht. Weil das freie Sprechen hat ja viele Parallelen zum Improvisieren. Vom Impulsgedanke ausgegangen oder von der Idee oder vom Anliegen, was man gerade formulieren will, bis zum Beginn des Formulierens und eigentlich das Durchmeandern durch einen Satz, wo man vielleicht erst dann, wenn das letzte Wort ausgesprochen ist, weiß, wie das letzte Wort hat klingen müssen oder hat kommen müssen. Das finde ich so interessant. Und auch jetzt, wie ich das so formuliere, weiß ich jetzt gerade nicht, dass ich jetzt sage, jetzt, ja, irgend sowas. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Da gibt es viele Parallelen. Ich finde die Parallele auch interessant, dass man ja mit Sprechen eigentlich improvisiert und aber gleichzeitig eigentlich permanent Worte benutzt, die man schon 100 und 1000 Millionen Mal gesagt hat. Also man erlebt jedes Gespräch oder auch jedes freie Sprechen vor Publikum als Improvisation. Und es gibt keine Wiederholung insofern. Und trotzdem brauchen wir die gleichen Worte immer wieder. Das finde ich ganz interessanten Zusammenhang. Und das geschieht auch in Musik. Ich denke jetzt gerade vorher, bei all diesen Klängen habt ihr einen großen Teil von Klängen wiedergebracht, die ihr kennt. Und natürlich im Kontext wieder zu einer neuen Form gebracht hat. Vielleicht noch kurze Vorbemerkung. Es gibt nur Improvisation, meine ich. Insofern, es gibt nur Präsenz. Das zum Symposiumstitel. Und alles hat oder macht Sinn. So einfach ist es. Vielleicht nicht. Ich möchte auch noch andere Worte einschleusen. Das ist das Wort jetzt, das gefällt mir so. Freiheit, Klang und Anklang finde ich interessant. Jetzt ist immer und gleich folgt das nächste jetzt. Und das nächste jetzt ist immer. Jetzt ist der Augenblick, wenn ein Klang ertönt, wenn ein Bogen über die Seite der Violine streicht, wenn ein Schlägel aufs Schlagzeug trifft, jetzt. Interessant fand ich gestern, das ist im Austausch mit Christoph geschehen, dass wir den Vergleich zur Geometrie gemacht haben, wo das jetzt in Zeitrelation was Ähnliches hat wie der Punkt in der räumlichen Dimension. Der Punkt hat ja laut Geometriedefinition keine räumliche Ausdehnung. Man kann aber jeden Punkt räumlich definieren, wo er ist. Zum Beispiel beim Kreuzen zweier Linien, da gibt es den Punkt. Und dieser Punkt hat aber immer Beziehung zu all möglichen anderen Dingen, die im Raum da sind. Das ist auch eine Form von Referenz oder Sinn. Und dieses Räumliche ist das vollkommen Dreidimensionale. Du hast von Kugel gesprochen. Ich sage jetzt einfach der totale Raum. Und ich möchte jetzt gerade auch eine kleine Intervention mit euch machen. Bitte steht auf. Das hatte ich zwar nicht beabsichtigt, aber wie jetzt
Vorher diese räumlich-körperliche Bewegungsaktion war, habe ich gerade ein bisschen umgestellt. Ich weiß nicht, ich werde vielleicht nicht alles ganz schön da ins Mikro reinsprechen, aber man sieht es. Es hat Punkte im Raum. Ich habe vorher gesagt, das ist dann ein Widerspruch jetzt, ein Punkt hat keine Ausdehnung, also sieht man irgendwie den Punkt auch nicht. Trotzdem haben wir hier irgendwie Punkte. Hier am Boden hat ein Punkt. Es geht hier rum. Die Aufgabe ist so, ihr seht Punkte und nehmt diesen Punkt als grafische Aufforderung für euer klangliches Tun. Ich werde da runterbrechen. Macht das einfach, sucht Punkte und setzt sie mit Geräuschen eurer Stimme um. Ihr dürft. Du setzt dich wieder. Gut. Jetzt sitzt er. Was ich an diesem Spiel interessant finde, ist, wir visieren ja irgendeinen Punkt an oder eine Linie, eine Fläche sogar. Das ist der Moment, wo eigentlich unser Gedanke in Bewegung kommt und unser Impuls entsteht, bis zum Moment des Klanglichen. Und das ist jetzt gerade verbunden mit dem Punkt im geometrischen Raum, ist das so ein Jetzt-Zeitpunkt. Und diese Parallele ist so interessant. Was ich auch interessant finde, ich habe dieses Spiel schon vielerorts gemacht, Kinder sind sofort dabei bei sowas, muss man auch nichts erklären, weil dieses sich inspirieren lassen von irgendwo was im Raum, was Grafischem oder was Räumlichem, Geometrischem, hat sowas Unmittelbares. Man muss nicht ausdenken, was will ich jetzt für einen Klang machen? Also ich glaube, ich mache das. Sondern es ist einfach so da. Und was auch interessant ist, ihr visiert einen Punkt an und erst dann, wenn ihr den Klang macht, wisst ihr, wie der Klang erfolgt ist oder welche Qualität er hatte. Das finde ich auch so schön an diesem Jetzt respektive an dem Unvorhersehbaren, was ja auf Deutsch Improvisation heißt. Ich möchte das Wort Freiheit einschleusen. Ich glaube, gerade
durch dieses Phänomen, was Improvisation macht, was wir ja immer machen. Ich habe eingangs gesagt, es gibt nur Improvisation. In unserem täglichen Leben handeln, sprechen. Ich mache das jetzt auf einfache Art zu einem Ding, oder? Ich glaube, dass mit dieser Bedingung oder dieser Voraussetzung, dass man nie weiß, was das nächste Jetzt ist. Ich weiß nicht, wie ich diesen Klang mache. Also ich wiederhole ihn immer, aber auch bei der Wiederholung ist etwas anderes. Es gibt keine Wiederholung. Diese Bedingung hat einen Zusammenhang mit dem Begriff Freiheit. Freiheit heißt ja, dass es ein freies Entscheiden geben soll, ein freies Wählen unter Möglichkeiten. Das ist eine, sagen wir, für unsere Anwendung jetzt direkt mögliche Definition, was Freiheit heißt. Und der Zusammenhang des Jetzt, das gleich sich ereignet und im vielleicht ganz kurzen zeitlichen Raum, wo ich dann eine Entscheidung fälle, zum Moment, wo sich der Klang ereignet, das ist ein so ganzheitlicher, aber auch ganz schneller Vorgang. Und das als Ganzes ist natürlich dann die Präsenz. Du hast das ähnlich beschrieben vorher, was alles mit Wahrnehmung zu tun hat und mit Klang hören, mit Klang produzieren. Und diesen Zusammenhang finde ich eigentlich was Zentrales, was Präsenz anbetrifft. Ich möchte eine zweite kleine Intervention machen. Ihr bleibt jetzt so sitzen und ihr erinnert euch an irgendeine kleine Figur, die ihr vorher gemacht habt. Und ihr wiederholt die Figur einfach für euch ein paar Mal. Ihr könnt an den Ort hinschauen, wo das war, vielleicht um die Partitur nochmal zu prüfen. Und ihr wiederholt das, Pausen durchsetzt und hört einfach hinein, was von da und von da kommt. Und insofern ist es jetzt eben interessant, dass jede und jeder für sich so macht. Und meine Aufforderung ist, noch mehr zu hören, was jetzt sich so im Wechsel von all diesen Motiven ereignet. Was vorher beim Rumgehen und was macht das jetzt schon wieder mit der Linie und so. Und das hören vielleicht ein bisschen sekundär. Probieren wir das? Dieses freie Entscheiden hat jetzt stattgefunden im Wechsel von Motivwiederholung und Pause und gleichzeitig Hören. Und jetzt nochmal kurz dieses Spiel. Jetzt nutzt aber die Möglichkeiten, die ihr habt, mit seinem variiert, verlängert, ganz frei. Und versucht so ein bisschen zu beobachten, wie das da geschieht, dieses Verändern von sowas. Wie bewusst macht ihr das? Wie lasst ihr es einfach geschehen? Oder wie stark ist auch der Einfluss von allen anderen? Probiert. Thank you.
gestartet, aber dann gestoppt. Das ist eben der kollektive Zwang. Genau, der kollektive Zwang. Super. Ihr kennt ja die Aussage, die ihr sicher selber schon gemacht habt. Momente, wo man so in diesem Jetzt oder diesem Zeitfluss drin ist und sehr wenig bewusst macht, sehr wenig reflektiert, einfach so laufen lässt. So. Und vielleicht haben sich gerade jetzt auch dieses Verhalten mit einem Verhalten, das bewusster gehört hat und bewusster Entscheidungen gefällt hat, auch das Rückbesinnen noch stärker stattgefunden hat, also Erinnerung, oder das Vorausdenken oder voraus oder das Ahnen, was kommen könnte. Es ist dann so ein bewussteres Begleiten von diesen Entscheidungsprozessen bis zur Klangrealisation. Ich kann einfach nur so die vielen Mitteilungen von improvisierenden Musikern auch sagen, das Moment des Glücksgefühls, wo die ganze bewusste Ebene sehr, sehr reduziert war und man einfach so freien Lauf, das sich dem Ereignis hingeben. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Teil von Präsenz. Was aber nicht heißt, dass wenn man sehr bewusst agiert, sehr schnell reflektiert, dass das nicht genauso Präsenz heißt. Das Nicht-Vorhersehbare hat also mit Freiheit zu tun und erfordert durch die Besonderheit des Nicht-Vorhersehbaren in Improvisation eben die volle Präsenz. Präsenz ist die Identität mit dem Entstehen und dem Sich-Ereignen von Geräusch, Klang. Ich möchte eine nächste kleine Intervention machen. Pauline Oliveros hat ihre Sonic Meditations gemacht. Und das eine heißt One Word, aus dem Jahre 1971. Jeder von euch wählt ein Wort. Ein Wort. Ich würde sagen, es sollte nicht zu lang sein. Ein oder zwei Silben. Improvisation. Sechs Silben. Drei Silben. Zwei Silben. Und die Idee ist, dass man in Zeitlupe die Klänge der einzelnen Buchstaben durchgeht. Wort. Ihr habt jede ein anderes. Die Formidee von Pauline Oliveros ist, dass man zuerst jedem einzelnen Buchstaben einen ganzen Atembogen gibt und dann die Buchstaben immer näher, zeitlich immer näher zusammendrückt, bis das Wort dann Wort in der normalen Tempolänge erscheint und dann aber dann stolpert und schnell, bis man wieder zur Unkenntlichkeit des Wortes geht. Macht das einfach als kollektiven Impro. Zuerst quasi langsam durch die Buchstaben durch, schneller werden und irgendwann merkt man, wenn die Zeit zum Schluss ist. Thank you.
weiß nicht, ob jetzt schon alle in diesem Hochtempo angekommen sind, aber irgendwie hat die Form hat uns irgendwie den Weg gezeigt, hier wieder Zäsur zu machen. Sehr schön. Finde interessant, die Sprache ist für solche Dinge sehr gut, auch verwendbar. Hat jetzt quasi die Grafik des Raumes ersetzt, die Reihenfolge von Buchstaben und natürlich die Reihenfolge von schon gegebenen Basisklängen oder Geräuschen. In meinem ursprünglichen Titel habe ich beschrieben, dass Sinn und Präsenz in unmittelbarer Verbundenheit bei jeder Musik da ist. Jede Musik kennt das Nicht-Vorhersehbare und das ist für mich der Schlüssel der Vergleichbarkeit zwischen dem Aufführen von komponierter Musik und dem Spielen von Interpretation. Ich neige mehr dazu, Improvisation und Interpretation zu vergleichen, in diesem Zusammenhang der Frage der Freiheit und des Jetzt. Natürlich ist das Vergleichen von Improvisation und Komposition auch ein wichtiger Teil. Da geht es mehr um die unterschiedliche Form des Entstehungsprozesses von musikalischer Setzung. Die eine Setzung dauert länger und ist korrigierbar über lange Zeit und die andere findet im Jetzt statt. Hingegen viel ähnlicher beim präsentierenden Spiel im Zusammenhang eben mit Präsenz ist der Vergleich zwischen Improvisation und Interpretation. Und da kann man jetzt sicher auch Unterschiede benennen. Bei der Interpretation sind die sogenannten, jetzt nach Stockhausen zitiert, die sogenannten harten Parameter schon gegeben, Tonhöhen und Tonlängen. Und die weichen, so wie er das sagt, die weichen Parameter, Klangfarbe, Artikulation, Dynamik, die sind natürlich viel beschrieben oder bestimmt. Gerade wenn man zeitgenössische Partituren anschaut, sehr detailliert bestimmt. Wenn man barocke Partituren anschaut, eigentlich sozusagen nicht bestimmt. Da ist dann eine ähnliche Form von Freiheit der Gestaltung, eben mit den sogenannten weichen Parametern. Und was eben interessant ist, dieses Nutzen, dieses freie Nutzen all dieser klanglichen Modifikationen, dieser dynamischen Modifikationen, der artikulativen Gestalt von Klängen, ist ein Abenteuer nicht nur für die Spielenden, sondern eben für die Hörenden, das mitzuvollziehen. Natürlich ist für die Hörenden interessant, den Vergleich einer bekannten Komposition mit dem heute sich ereignenden interpretierten Werk zu machen. Werkanteil hat aber auch die freie Improvisation. Schon nur dann, wenn wir in einer gewisse Zeit dauernde Improvisation mehrere Klänge auch mehrmals benutzen, haben wir schon Bezug. Also wir interpretieren schon wieder unseren eigenen erfundenen Klang, auch wenn der noch so neu ist oder noch so abstrakt ist. Kleine Erinnerung. Nächste kleine Intervention. Wir machen jetzt eigentlich vorerst keinen konkreten Klang, sondern ihr schließt die Augen. Die Kirchenglocke ist jetzt einfach da, gewisse andere Geräusche auch. Und jetzt versucht ihr euch an irgendein Ereignis zu erinnern, vielleicht ein Ereignis, das schon weit zurückliegt, vielleicht sogar ein Ereignis aus der Kinderzeit, habt ihr vielleicht noch vor euch und erinnert euch gern daran. Ein Ereignis, das fürs Auge und für, also was Bewegung und Bildhaftigkeit anbetrifft und aber auch für den Verlauf und fürs Hören für euch interessant ist. Das kann ein kurzes Ding von 3-4 Sekunden sein, was ihr irgendwo mal erlebt habt. Und nehmt euch die Zeit, dieses Ereignis ein paar Mal innerlich zu sehen und zu hören. Ihr könnt den Klang und das Bild innerlich reproduzieren.
gehe jetzt davon aus, dass ihr dieses Ereignis 3-4 Mal durchfühlen konntet oder wie sagt man, durchimaginieren konntet. Möglicherweise habt ihr das in unterschiedlichen Tempi gemacht. Beim ersten Mal hat man sich vielleicht noch mehr mit der Erinnerung beschäftigt, wie war das genau und was ist da geschehen. Und dann kommt der quasi Filmloop, der abläuft und man wiederholt das möglicherweise in schnellerem Tempo. Vielleicht hat sich bei diesen Wiederholungen nicht nur das Bild, sondern auch der Klang verändert. Oder er wurde nochmal konkreter, ihr habt ihn nochmal stärker wieder in die jetzige Gegenwart holen können. Mein Ereignis, ich habe als Kind mit einer Holzkugel oft gespielt, die hat meine Hand ganz ausgefüllt. Ich denke, da war ich zwischen 3- und 4-jährig. Und wie sich das anfühlte in der Hand, diese glatte Holzkugel, und ich habe die dann gern irgendwo am Boden fallen lassen und rollen lassen. Und das hat mich fasziniert, also der Aufschlag auf dem Boden, natürlich nicht immer von aller möglicher Höhe. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, je nach Boden klingt das dann anders, wenn der auftritt, trifft, diese Holzkugel, und wie es klingt, wenn die Kugel dann weiterrollt. Wir haben jetzt nicht die Zeit, alle diese Ereignisse von euch beschreiben zu lassen. Aber ich möchte mit diesem Beispiel darauf hinweisen, dass wir so eine Art Hörarchiv haben. Ich beschränke mich jetzt auf das Akustische, natürlich das Bildliche, die Bewegung, vielleicht sind das sogar Gerüche oder all mögliche andere Dinge, die sich da ereignet haben, die gehören alle auch dazu. Aber wenn ich jetzt mal einfach aufs Akustische gehe, wir haben eine Hörerinnerung und Ähnliches, was später wieder geschieht, dass wieder irgendwo ein Ball oder eine Kugel, Glaskugel, eine Murmel, was auch immer so auf den Boden trifft, klingt was an, was mit schon gewesenen ähnlichen Ereignissen zu tun hat. Und dieses Anklingen ist für mich Referenz. Und das Hörarchiv ist eigentlich ein Archiv von Sinneserfahrung auf Ebene des Hörens. Und dieses Sinnesarchiv wird eigentlich permanent erweitert, verändert, ergänzt. Oder auch bestätigt. Es ist nicht mit jedem Klang, der sich heute wieder ereignet, entsteht eine neue Datei sozusagen in diesem Archiv, sondern es entstehen Bezüge zu Dingen, die wir schon mal gehört haben und die diese Dinge dann irgendwo auch wieder wachrufen oder auch die zu diesen Dingen Unterschiede oder Veränderungen uns wahrnehmen lassen. Und dieser Vorgang ist ein Vorgang der Sinnbildung oder von Entwicklung von Sinnhaftigkeit. Das Wort Referenz gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ich habe versucht, Sinnesorgane, das Hören ist ein Sinnesorgan, das Auge ist ein Sinnesorgan. Ich habe das Wort Sinn, wie man es da braucht, eben mit Sinnhaftigkeit und Bedeutung und Referenz zu verbinden versucht. Und ich glaube, das hat wirklich auch was damit zu tun. Jegliche Sinnhaftigkeit in irgendeiner gestalteten künstlerischen Form braucht eigentlich die Basis dieses Sinnesarchivs. Und die Bezüge zu diesem Archiv sind eigentlich dann der Akt der Bezüge zu und der Bedeutungshaftigkeit so. Der Hirnforschung gibt es ja so Aussagen, dass man in einer Minute 100 Gedanken durcherlebt. Also ist dieses
Bearbeiten unseres Hörarchivs findet permanent statt und hat natürlich mit der Relevanz dieser Bearbeitung dieses Hörarchivs einen Zusammenhang, wie präsent wir das machen, da und dort. Ich möchte noch eine letzte kleine Klangintervention machen. Wir sind ja in den verschiedenen Vorträgen, ist das Thema des Konkreten, Abstrakten, was auch immer, zur Sprache gekommen. Oder welche Dinge haben besondere Bedeutung in Musikstücken? Bei komponierter Musik natürlich ist das Textur, Form, aber auch eben wiederum die weichen Parameter, all die Klanglichkeit und die artikulative Form, die Dichte, die Präsenzdichte auch. Das sind auch Dinge, die eben eine referenzielle Ebene bedeuten. Bei der freien gestalteten Musik, also frei improvisierter Musik, was ja hier oder heute oder diese Tage bei uns oft so ein Fokus unserer Betrachtung ist, gibt es allerdings auch ganz viele Archetypen von musikalischer Gestaltung, die immer wieder erscheinen. Langsame Verdichtungen und Aufstieg in der kollektiven Dynamik. Das sind so ganz typische Ereignisse, die wir immer wieder haben. Und die sind referenziell. Oder was ich glaube, was ein ganz wichtiger Teil von Gestaltung von freier Musik ist, ist das Phrasieren. Ich glaube, das Phrasieren hat mit unserem Körper noch mal viel mehr zu tun. Kein Zufall hat die Sabine zu Beginn den Atem ins Zentrum gestellt. Unser Atem ist Schuld für unsere Phrasierungs- oder Grund. Schuld finde ich sehr. Schuld, wir schulden unserer Atmung das Phrasieren. Schöner Satz. He? Das Phrasieren. Okay. Jetzt vorher habt ihr ja diese Figuren, die wir am Anfang da gesammelt haben aus dem Raum, habt ihr frei gemischt. Jetzt könnt ihr einzelne Elemente aus diesen Figuren nehmen, können aber auch irgendwelche andere klangliche Ereignisse sein. Nehmt mal einfach einen kurzen Laut, Vokal oder nur Konsonant oder was auch immer. Und ich mache den Zeitablauf. Ich starte so und hier ist dann Schluss. Und in dieser Zeit könnt ihr den Laut bringen. Es gibt einfach manchmal eine übergroße Informationsdichte, einen kurzen Laut in dieser Zeit bringen. Darf ich nochmal? Wir auch gerade wieder ein typisches, archetypisches Verhalten. Wenn ich schnell mache, kommt alles lauter. Ich muss ja raus, keine Zeit. Wenn ich langsam mache, kommt alles leiser. Muss halt nicht sein. Aber auch das wieder eigentlich eine Referenz. Versucht es so zu machen, in der Vorstellung, dass alle Dinge, die die anderen machen, ihr auch selber macht. So könnt ihr, glaube ich, die Beziehung der einzelnen Klänge noch intensiver wahrnehmen. Ich stelle mir vor, ich mache auch den Klang, den du machst. Und natürlich meinen eigenen. Bei diesem Spiel finde ich interessant, das.
dass nicht alles nicht vorhersehbar ist. Nämlich die ungefähre Dauer macht meine Hand. Bitte nicht zu spät. Dasselbe nochmal, aber so leise wie möglich. Wählt jetzt auch mal noch längere Klänge, also nicht nur die, die Sie ja ohnehin gewählt haben, sondern alle können längere Klänge wählen. Vorerst mal nur einen pro Phrase. Ich nenne das Phrase. Jetzt den Schluss macht ihr, ich zeige da nichts mehr, macht eine Reihe von 8 bis 10 solcher Phrasen. Wiederholt auch Dinge, lange Töne, kurze Töne, versucht gemeinsame Pausen zu machen, sodass das eigentlich so Phraseneinschnitt wird. Versucht aber diese Phrasen unterschiedlich lang zu machen, wie es vorher das Anzeigen auch geschehen ist. Und macht auch die Pausen zwischen den Phrasen verschieden lassen. Wir machen das 1-2 Minuten. Dass du das sehr anschaulich gemacht hast mit der Verbindung von Sinn und Präsenz. Wir machen jetzt eine kurze Pause, Zeit für einen Kaffee, ein paar Kekse. Wer früher gehen muss, also es gibt schon jetzt reichlich Brötchen noch und Aufstriche, man kann sich auch einfach was einpacken für die Reise und so weiter. Es ist nicht knapp, das Essen. Gut, dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder und es geht weiter mit Reinhard Gagel.
Ja, dann willkommen zurück hier vor Ort und im Livestream. Es geht weiter mit Reinhard Gagel und der Präsentation Klang als Zeichen. Ja, ich würde mich gerne damit heute beschäftigen, wie wir in der Live-Situation, in dieser Ad-Hoc-Situation es überhaupt schaffen, uns zu orientieren, nach welchen Vorstellungen wir vorgehen, und zwar nach den Vorstellungen, was wir uns vorher an Vorstellungen gemacht haben, was wir in der Situation brauchen können und was möglicherweise uns in irgendeiner Weise Theorie und Wissenschaft für diesen Vorgang zur Verfügung stellen. Deshalb, ich habe mich seit sehr langer Zeit mit dem kollektiven Komponieren beschäftigt. Das ist für mich der entscheidende Punkt meiner Arbeit. Ich arbeite ja mit Studierenden in Wien an der Hochschule, und es geht tatsächlich wirklich um den Vorgang der sogenannten kollektiven Kreation, den ich auf der einen Seite sozusagen mache und auf der anderen Seite auch didaktisch mit den Studierenden durchgehe, weil ich auf diese Weise hoffe, dass diese Art der Kompositions- und Kompositionsweise auch weitergegeben wird. Ich glaube, dass das ein ganz interessanter Punkt ist, der in vielerlei Hinsicht sowohl künstlerisch als auch musikdidaktisch irgendwie sehr interessant ist. Und aus diesem Grunde bin ich gleichzeitig auf der Bühne sozusagen mehrere Personen, und ich möchte jetzt gleich mich auch teilen hier, und zwar in drei Personen. Ich werde das überleben, weil ich habe mir einzelne Zeichen gegeben, sozusagen. Es gibt drei Hüte, die ich habe. Einen Nicht-Hut, das bin ich selber. Einen Hut, der sozusagen die poetische und Schönheit des Improvisierens erwartet und das auch mal besprochen, beschrieben hat. Und das auch immer wieder sozusagen in den Improvisationsvorgang mit einfließt. Dieser Hut ist, also das ist der. Und das andere ist der Hut der Theoriebildung bzw. Wissenschaft, der sozusagen hier jetzt mich wärmt in der Situation, mir also die Möglichkeiten gibt, dass ich mich irgendwie beschützt fühle auf eine ganz gewisse Weise. Das heißt, mit meinen Gedanken irgendwo eine Begründung oder überhaupt einen Grund habe. Weil ich ganz sicher bin, das nehme ich jetzt wieder den Hut ab, es gibt eigentlich keine wirklichen Begründungen, sondern es gibt eigentlich nur Beschreibungen, und alles das, was ich hier mache, ist im Prinzip für mich ein Vorgang der Metaphorik. Also auch wenn ich Klang als Zeichen nehme, dann werde ich jetzt auch mich nicht bemühen, irgendwie zu begründen, ganz genau zu begründen, wie das Ganze mit dem Zeichen jetzt ist. Und ich habe auch keine empirischen Forschungen darüber gemacht. Ich habe aber gemerkt, dass dieses Klang als Zeichen, dass das ein Bild ist, was unmittelbar verständlich ist, auch allen, mit denen ich gearbeitet habe. Das heißt nämlich, dass wir in einem Kommunikationszusammenhang sind und in diesem Kommunikationszusammenhang uns versuchen zu orientieren. Ich habe dafür auch sozusagen Unterstützung bekommen. Unterstützung habe ich bekommen von der musikalischen Semiotik, also das heißt der Lehre, wie Bedeutung generiert wird, die in der Musik nicht sehr ausgeprägt ist. Und deshalb habe ich einen sozusagen Soziologen, Keith Sawyer, der in den letzten Jahren sich also sehr lange schon mit dem Thema Gruppenkreativität und mit dem Thema, er hat sogar ein Buch geschrieben, das Group Genius heißt, also mit der Tatsache, wie funktioniert es, dass Menschen
sowohl, er hat das Theater untersucht, er hat die Jazzband untersucht, also er hat Musik und Theater genommen. Wie funktioniert das, dass die in dieser Situation etwas tun, was aber auch gleichzeitig dann etwas Neues ist? Also nicht etwas, was sozusagen dann irgendwie eine Sache ist, die man voraussehen kann, sondern ganz genau, wie passiert es, dass plötzlich ganz unvorhergesehene Sachen passieren? Und es gibt für mich gibt es irgendwie ein sozusagen Ereignis, was ich als Anlass genommen habe. Ich habe vor ungefähr 4 Wochen in meinem Atelier einen Musiker eingeladen, der mit mir zusammen gespielt hat. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Er hat gesagt, er wollte gerne mal mit mir spielen. Er kam mit seinem Saxophon rein und wir haben dann zusammen gespielt. Und was er gespielt hat, war so interessant, weil er eigentlich eine bestimmte Art von festgelegter Spielweise hatte, in die irgendwie sehr interessanterweise es ganz schwierig war, hineinzukommen. Das war... So, Christoph. Halten, dass wir einen Groove entwickeln, und das wäre jetzt die orthodoxe Ansicht, und die andere Ansicht wäre, dass das eigentlich schon ganz gut gepasst hat. Jetzt ist wieder die interessante, jetzt musst du wieder zurückkommen. Achso, ich habe jetzt, okay, machen wir es. Ich komme, ich gehe ans Klavier noch gleich einmal, aber ich rede nicht laut. Genau. Was habe ich, also danke, dass du gesagt hast, dass das gepasst hat. Weil ich keine Ahnung hatte, was du spielst, und ich hatte auch irgendwie, was habe ich eigentlich gehabt? Ich habe irgendwie eine Vorstellung gehabt, ich habe was gehört, ich habe gehört, dass es ein Rhythmus ist, ich habe eine bestimmte Art von Akkordik irgendwie gehört, ich habe eine Phrasierung gehört, und ich habe in meinem Gedächtnis sozusagen gekramt, was habe ich denn da in diesem Jazz-Richtung schon mal was gehört. Dann habe ich irgendwie auf den Rhythmus reagiert, dann habe ich angefangen, irgendwie noch so Figuren zu machen, von denen ich auch irgendwie annahm, dass sie irgendwie jazzig klingen. Und dann haben wir irgendwie, habe ich dann gedacht, es ist jetzt eigentlich, also ich habe bestimmte Akkorde in den Händen gehabt, die ich dann irgendwie, und dann habe ich gemerkt, die passen irgendwie, aber ich habe keine Ahnung gehabt, welche das sind. Ja, und habe dann eigentlich so eine Art freier Improvisation zu dem gemacht, was du gemacht hast, aber wir haben sozusagen einen Grund des Kontaktes gehabt, weil ich habe versucht, den Rhythmus zu halten. Aber du hast zum Beispiel nicht gehört, dass ich ganz leise gespielt habe, sondern du hast ja richtig laut die ganze Zeit gespielt. Ja, ich ging davon aus, dass ich den 2-5-Autisten spielen sollte hier. Genau, das war die,
das war unsere das ist ja normalerweise nicht, also ganz sicher nicht, aber das war genau der Punkt, dass dieser, wie hast du ihn genannt? 2-5-Autist. 2-5-Autist. Also das heißt, eine bestimmte Art von Musikhandeln, die davon ausgeht, dass entweder geht alles so, wie ich das haben will, oder aber es funktioniert nicht. Und das ist irgendwas, was mir Anlass gewesen ist, dass dieses Ereignis Anlass gewesen ist, einmal darüber nachzudenken, wie schaffen wir eigentlich irgendwie einen musikalischen Kontakt, woraus besteht er eigentlich, welche Strategien haben wir, und in dieser Hinsicht habe ich dann versucht, einfach zwei Aufsätze, die ich in der letzten Zeit zu diesem Thema geschrieben habe, zu dem Thema, ich vermute nämlich, dass das etwas auch mit der Zeichenbildung zu tun hat, die wir irgendwie miteinander austauschen und die wir nicht verstehen oder ich nicht verstehe oder die du auch nicht von mir verstehst oder nicht verstehen willst oder so. Also dass diese Sachen irgendwie ein ganz entscheidender Punkt ist, und deshalb habe ich eine kleine Textcollage gemacht. Diese Textcollage geht jetzt in die, muss ich immer meine Hüte aufziehen, weil die Idealvorstellung, die da jetzt ist, ich nenne sie mal eben: Eine Musikerin erfindet und präsentiert Musik auf einer Bühne, tut dies ad hoc und in time, also Musiker insgesamt, alleine oder mit anderen, ohne sich währenddessen etwas vorzunehmen, ohne einem Schema oder einem vorbereiteten Plan zu folgen. Wer so vorgeht, will aber trotzdem, dass sich nicht bloß zufälliges Nebeneinander, sondern sinnvolle, das heißt aufeinander bezogene musikalische Verläufe ergeben. Es gibt keinen vorgefertigten Plan, der Einsätze, Enden, Materialien und Dynamiken regelt, aber es gibt ein noch unbestimmtes Klangmaterial, mit dem man sich beim Spielen etwas gestalten kann, was musikalisch sinnvoll sein könnte. Das war also sozusagen der Ausgangspunkt, als ich den H, nenne ich ihn, als ich H traf, dass ich dachte, ja gut, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Stattdessen wurde ich konfrontiert mit einer relativ hermetischen Spielweise, in die es auch schwierig war, irgendwie einzugreifen. Das, was ich jetzt gemacht habe, war, ich habe versucht, irgendwie zu dir oder zu diesem Musiker einen Kontakt herzustellen. Wie war das für dich? Hast du das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie was ich gespielt habe, oder hast du das Gefühl gehabt, wir sind irgendwie doch auf einer bestimmten Ebene zusammen? Ich glaube, das hängt mit der ästhetischen Toleranz zusammen. Orthodox gesehen überhaupt nicht, das war natürlich nur furchtbar. Ja. Und ich habe ja sowieso gedacht, normalerweise ist ja noch Schlagzeug dabei, da muss man eh laut spielen, und der spielt ja eh scheiße, also kommt es nicht darauf an, spiele ich lieber laut. Nicht? Und das andere ist aber natürlich, ja, wir hätten uns jetzt finden können, natürlich ein Chorus mehr, dann hätte ich vielleicht gemerkt, oh, das geht ja gar nicht, oder hätte merken können, das geht ja gar nicht. Wie könnte ich das auch noch spielen, dass er eigentlich eine Chance hat neben mir, nicht? Das hat jetzt nicht stattgefunden, aus Zeitgründen, aber da wäre natürlich, also diese Entwicklung hat noch nicht stattgefunden, weil ich natürlich von quasi einem Verhaltensklischee in dieser Musik ausging. Genau, richtig. Genau. So. Genau, und das ist genauso passiert. Wir, also H und ich, haben über einen ganz langen Zeitraum miteinander gespielt, ohne abzubrechen. Und immer wieder versucht, ich habe immer wieder versucht, mit neuen Strategien irgendwie da dran zu kommen. Es war auch jetzt nicht so offensichtlich, dass es irgendwie ganz furchtbar klang, weil nämlich wir hatten doch zwei Zuschauerinnen, die dann nachher applaudiert haben, weil das so schön war. Also immerhin, da ist ja dann was passiert. Also, und da merkt man dann, da wird dann auch so ein Hof aufgemacht. Ich habe dann nachher mich irgendwie gefühlt, als hätte ich sowas Schwitzendes und durch die Gegend und Denken und was weiß ich alles. Es war sehr anstrengend auf eine gewisse Weise. Und dann weiß man aber, kriegt man die Rückmeldung, hat aber eigentlich ganz gut gehört, ganz gut geklungen. H allerdings sagte, wir haben ja gar keinen Jazz gespielt. Er fragte dann auch sofort, ob ich nicht einen Standard könnte oder irgendwas Wiederkehrendes, so, ne, weil er gab mir damit die Rückmeldung, dass
dass mehr, statt dem Meandern ein Spiel mit vielen Akkordwechseln lieber ein Skelett brauche. Also einen vertrauten Stil. Und ich sagte dann dazu, also hart, es tut mir leid, ich habe die Standards jetzt nicht drauf. Ich hatte auch kein Realbook da, das wäre natürlich vielleicht noch eine Lösung gewesen, dass ich mich dann irgendwie da irgendwie ne, und so weiter. Ich fühlte mich also ein bisschen unwohl in diesem stilistischen Anspruch. Aber das Interessante war auch, eigentlich auch deshalb, weil ich eigentlich von mir erwartet habe, dass ich das jetzt können muss. Das war dann auch noch ein bisschen blöd. Ne? Also, weißt du, dann, und so geht das dann, dass beim Spielen eben halt eine ganze Menge an Dingen irgendwie innerlich dann irgendwie ablaufen, so unter dem Motto, ja, warum hast du dich eigentlich nicht mit Jazz beschäftigt, wäre doch irgendwie ganz einfach gewesen und so weiter und so weiter. Punkt, da saß ich dann, ja, genau. Jetzt nochmal, trotzdem haben wir eine Ebene gehabt, auf der wir uns getroffen haben, und zwar eine Ebene, eine ästhetische Ebene, die ich so beschreiben möchte. Es ist eine interessante Frage, wer ich als klangplastizierender Musiker beim Spielen bin. Interessieren tut mich ja eher, was ich spiele, wie ich töne und nicht eigentlich, wer ich bin. Also die Frage, ob ich das hätte tun können, war ja außerhalb, wissen müssen, ist ja eigentlich außerhalb des Klanges gewesen. Ne? Ich interessiere mich für mich als eine klingende Person. Ich nenne das eine Persona sein, ja, von Personare hindurchtönen. Der Pianist Klaus Runze hat das mal so beschrieben, die Musik ist durch den, der die Offenheit und Bereitschaft für diesen Vorgang aufgebracht hatte, hindurchgegangen. Er, der in dieser Erfahrung gestanden hatte, ist zur Person der Musik geworden. Das ist im Sinne der Persona, dieser Maske, die der griechische Schauspieler immer hatte, wodurch das alles hindurchtönt. Das ist sozusagen dann die Idee gewesen, die dann heißt, wir bewegen uns in einem Raum, der ist von anderen Kommunikationsregeln geleitet, als die Kommunikationsregeln, die sonst so sind. Wir hätten nämlich auch aufhören können und sagen können, hör mal, was machen wir jetzt eigentlich hier? Was willst du eigentlich von mir und was will ich, was kann ich eigentlich liefern? Wieder weg hier. Was kann ich eigentlich liefern? Und an diesem Punkt, wenn ich das nicht liefern kann, müssen wir irgendwas vorher absprechen. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben das auch den ganzen Vormittag dann nicht weiter gespielt, ohne uns so ganz genau darüber zu verständigen. Aber es war auch so, dass es sich verändert hat. Weil ich habe nämlich dann irgendwann gedacht, ich muss jetzt irgendwie eine Strategie finden, wie das geht. Und dabei habe ich an etwas gedacht, was ich jetzt mit der Hilfe der Wissenschaft erklären möchte. Das habe ich natürlich während des Spielens oder an diesem Vormittag eigentlich nicht so gedacht, aber ich hatte eine Vorstellung davon, weil das, was ich jetzt sage, sozusagen irgendwie ein Teil meines Spielens geworden ist und ich auf diese Weise es auch immer wieder erklären kann. Für solche offenen und unvorhergesehene Situationen, die eben halt auch als emergent bezeichnet werden, unterscheidet Keith Sawyers in seinem Kommunikationsmodell in dem Buch Group Creativity zwischen einem engen und einem weiten Umfang von erlaubten Aktionen. Also es gab hier einen engen Umfang von erlaubten Aktionen. Und ich musste jetzt irgendwie was finden, damit ich sozusagen meine Erlaubnis bekam, irgendwie auch Dinge zu machen und die dann auch passten. Und Sawyer spricht dabei von starker und schwacher Emergenz. Die Spieler, wir als Spieler, also H und ich als Spieler, befanden sich in seinem Terminus in starker Emergenz, in der ich einen geringen Umfang von offenen Aktionsmöglichkeiten hatte. Das war sozusagen der Stand. Und dann war noch etwas, dass ich gedacht habe, was machen wir denn jetzt? Und dann ist mir eingefallen, ich muss das irgendwie reduzieren. Ich muss irgendwie diese Vielfalt reduzieren. Und dann habe ich gedacht, lass uns modal spielen. Also das war das, was ich auch noch wirklich kenne und was auch irgendwie dann eine Brücke sein konnte. Und machen wir das jetzt mal eben? Spielen wir mit den Tasten, die unserer Hautfarbe entsprechen. Ja, genau. Rosa?
sagst du dazu? Ja, man kann davon sprechen, dass wir zusammengespielt haben. Wovon kann man nicht sprechen? Also, das ist jetzt noch schwierig zu sagen, weil wir haben ja in einem Rahmen, strengen Rahmen, eigentlich kommuniziert. Ja. Und von daher kann ich natürlich, also man könnte jetzt in diesem Kontext natürlich viel machen, man könnte harmonisch rausgehen, man könnte rhythmisch komplexer werden, aber ich denke, klanglich hat alles gepasst und es hat so etwas wie eine Kommunikation stattgefunden. Das heißt, ich glaube, man hat auch gehört, dass die Beteiligten hören, was der andere jeweils gerade macht. Und die jeweiligen Spielweisen standen in eigentlich in einem nachvollziehbaren Bezug zueinander. Genau. Das habe ich gehofft. Ich habe es auch so empfunden, weil jetzt zum Beispiel ich auch wirklich gespürt habe, dass wir zum Beispiel in der Lautstärke irgendwie miteinander kommuniziert haben, dass wir irgendwie, dass ich habe versucht dann irgendwann Bezug aufzunehmen, indem ich imitiert habe oder bestimmte Läufe, die du angeregt hast, irgendwie weitergeführt habe. Das heißt, ich bin also tatsächlich in eine offenere Kommunikation gegangen. Ich hatte dann auch plötzlich die Freiheit, dass ich dachte, was kann ich jetzt machen? Dann habe ich diese Clusterbildungen gemacht und gemerkt, dass du plötzlich genauso mit den Akkorden irgendwie sozusagen so Linien runtergemacht hast, gespielt hast. Und auf diese Weise habe ich das Gefühl gehabt, ja, das war jetzt ein Stück, das ist jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob die Jazzpolizei sagen würde, das war jetzt ein super modales Stück, aber in diesem Falle wäre es irgendwie jetzt eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, wir haben irgendwie eine Kommunikation aufgenommen. Ne? Und um jetzt die Wissenschaft nochmal wieder zu bemühen, wie wissen die Spielerinnen, woran sie gerade sind, was sie spielen können, wie erfahren sie, was sie nicht machen dürfen? Absprachen, Partituren und Hinweise gibt es nicht. Also die Spielerinnen müssen stattdessen die anderen wahrnehmen, also Beziehungen herstellen, die etwas finden, worauf man sich beziehen kann, also Bezüge finden, haben wir auch, finde ich. Sie, was die anderen tun, deuten, also diese Bezüge mit Sinn füllen. Interessante Frage, was ein Sinn ist dabei. In diesem Fall ein ganz klanglicher Sinn, also zum Beispiel, du spielst das gleiche wie ich. Ja, oder da ist irgendetwas, wo ich einsteigen kann, weil der Klang mich irgendwie, wo ich eine Möglichkeit habe, in den Klang reinzukommen, weil ich ihn auch möglicherweise einfach erstmal verstehe oder eben halt und so weiter. Und auf dieser Basis Strukturen aufbauen, Entwicklungen und Formen gestalten. Das haben wir also jetzt gemacht. Ne? Genau. Und dafür, um das, damit das funktioniert, müssen wir einander zuhören. Eigentlich müsste jetzt sozusagen meine innere Figur irgendwie sagen, oh, das war aber jetzt spannend, das war jetzt aber schön, jetzt muss ich mal eben schauen. Wir haben eine besondere Fokussierung auf das Gegenüber des Klanges, auf das sich einander zuhören gründet. Man kann auch vieles hören, während man spielt. Hier geht es aber um gerichtetes Hören. Zu jemandem hinhören, sich ihm hörend zuwenden. Aufeinander bezogen sein meint, dass ich beim Zusammenspiel einen anderen Musiker und seine Klänge wahrnehme, als Gegenüber wahrnehme. Ich höre die Klänge, die er produziert, ich höre aber nur auf den Klang. Ich höre nicht auf Christoph, sondern ich höre auf den Klang. Ich greife nochmal eben sozusagen in die Reflexionsebene zurück, die ich aber in der Situation als tatsächlich spiele ich nicht, indem ich sage, ich habe das bei Sawyer gehört und gelesen, sondern ich habe bestimmte Vorstellungen aus dem, was ich gelesen habe, sozusagen übertragen und in sozusagen dem Spielen irgendwie inkorporiert, mehr kann ich das nicht nennen. Also ich habe jetzt darauf gewartet, dass irgendwie etwas passiert, was sozusagen auch ich und mein Körper und meine Persona irgendwie inspiriert, mit dir irgendwie zusammen in Kontakt zu kommen. Ja.
Und in dieser beschriebenen Situation war das verwendete musikalische Material nicht mehr an sich zu sehen, also ich weiß, jetzt ist eine Tonleiter und so weiter und so weiter, sondern im Kontext von uns beiden. Jeder Ton, jetzt mache ich ein Bild, was irgendwie ganz oft verwendet wird in der Semiotik, weil es geht jetzt darum, mit was wir eigentlich kommunizieren. Jeder Ton ist wie eine Wetterfahne, die sich im Wind immer anders bewegt. Diese Wetterfahne muss so gestaltet sein, dass sie beweglich ist, dass sie groß genug ist, auch um Windkraft irgendwie aufzunehmen. Und der Wind kann auch von jeder Seite wehen. Das ist eine metaphorische Beschreibung für den Zustand, wenn wir miteinander spielen. Der Ton ist irgendwie, der Wind kann von jeder Seite wehen. Das ist eine metaphorische Beschreibung des Begriffes Index. Ich greife dabei auf die Zeichentheorie von, ich sage mal, Peirce zurück, aber wird da anders gesprochen? Peirce, ja, genau. Auf Peirce zurück, der die Begriffe Icon, Index und Symbol entwickelt hat. Der heißt, Icon ist sozusagen die Beschreibung, der Zustand eines Akkordes. Index ist seine Verwendung in einem Kommunikationszusammenhang und Symbol ist etwas, was sozusagen schon fixierte Bedeutung hat und diese fixierte Bedeutung wird immer weitergetragen. Das ist also ein bisschen, also, und das ist etwas, was auch Sawyers vorschlägt für die Situation, diese emergente Situation des Treffens, des Ad-hoc-Treffens in der Improvisation einer Gruppe. Und dieser Index braucht eine Beschaffenheit und eine Anforderung. Jeder Ton ist etwas und bietet auf diese Weise etwas an, was formbar ist. Wir stellen nicht das Material dar, dann würden wir einfach nur unsere Tonleitern dafür spielen, sondern wir nutzen sie für den Dialog. Das ist, nenne ich jetzt Indexikalisierung. Das ist die improvisatorische Strategie in emergenten Situationen. Wie ich beschrieben habe oder wie wir jetzt auch besprochen haben, habe ich versucht, alles Mögliche zu machen, um genau in sozusagen das, was du möglicherweise einfach als Symbol gespielt hast, ja, also als stilistische Fixiertheit, dass ich in diese reingekommen bin, indem ich versucht habe, immer sozusagen dich zu einer Indexikalisierung einzuladen. Und diese Indexikalisierung hätte dann die Möglichkeit gehabt, dass wir wirklich in Kontakt kommen. Das ist schon ganz interessant, dass man mit diesem Begriff irgendwie sehr viel machen kann. Und genau, ich habe eigentlich schon alles ausgedrückt, ich kann wieder weg sagen. So, genau. Das ist wiederum jetzt, also zwei Ebenen haben wir. Wir haben die Ebenen dieses idiomatischen und non-idiomatischen. Ne? Das heißt, es geht dann um die Eigenschaften des Klangs, die wir miteinander getauscht haben. Also ich habe irgendwie verstanden, welche Tonleitern. Ich habe aber auch dann gehört darauf, welche Art von Anschlag du hattest, welche Lautstärke, welche Klangfarben und all so etwas. Und habe daraus das dann irgendwie miteinander in Verbindung gebracht. Es gibt aber auch noch eine andere Ebene, auf der wir das irgendwie beschreiben können. Und das ist die Ebene, wir haben auch in einer bestimmten Weise interagiert. Und diese Interaktion hat genau das gemacht, was dann das Ganze offen macht. Wir haben verschiedene Möglichkeiten ausgelotet, wie wir uns miteinander verständigen können. Augenblick, ich muss eben, wenn ich jetzt gerade mein Passwort noch weiß, in dieser Situation wäre es schon mal ziemlich gut. So, okay. Ich habe das versucht, mal irgendwie aufzulisten. Wir sind ja sozusagen Sender und wir sind Empfänger in dieser Situation. Und damit ich mich nicht immer umdrehen muss, sage ich mal eben schnell, da ist es genau. Und ich habe verschiedene
Möglichkeiten von Interaktion mal aufgelistet. Übrigens angeregt von einer Liste von Vinko Globoka, der irgendwann in den 70er Jahren bereits versucht hat, das Ganze einfach mal für sein Individuum und Kollektiv zu beschreiben und dort verschiedene Möglichkeiten aufgelistet hat. Ich habe jetzt im Moment die Möglichkeiten so folgendermaßen formuliert. Ihr seht das alle, ich brauche es nicht vorlesen. Es sind verschiedene Möglichkeiten, wie wir miteinander in Kontakt kommen. Und ich habe es tatsächlich eben, als wir ganz am Anfang bei dir in der Improvisation, habe ich es ausprobiert. Und ich weiß nicht, ob du, Corinna, hast das noch gemerkt, ne? Ja, aber ich würde trotzdem gerne wissen, was da steht. Dann lese ich es dir vor. Entschuldigung, ja, du hast recht. Also, das heißt also, gehen wir davon aus, erste Kategorie ist eigentlich, wir reagieren. Imitieren, antworten, begleiten, sich allgemein integrieren mit irgendetwas, das Gegenteil tun, besondere Akzente setzen, sich zurückhalten, initiativ werden, etwas Neues einbringen oder gar nichts tun. Ja? Da gibt es bestimmt noch mehr und es ist dann hochspannend, Zusammenhänge, also wenn wir miteinander gespielt haben, darauf abzuklopfen, und es gibt manchmal noch Dinge, die einfach auch in diesen Listen irgendwie nicht drinstehen. Das ist ja aber auch völlig in Ordnung, weil im Prinzip ja Musik, Interaktion, menschliche Interaktion außerordentlich vielfältig ist. Ne? Und kann man als eine Möglichkeit der Analyse verwenden. Also ich habe viel mit meinen Studierenden, wir haben uns dann Videos angeguckt und haben gesagt, was machst du denn jetzt da gerade? Und dann haben wir gemerkt, es gibt bestimmte Dinge, die ihnen bewusst sind, dass sie es machen. Und es gibt auch ganz viele Dinge, die einfach vollkommen unbewusst gemacht werden. Also zum Beispiel das Imitieren oder ist zum Beispiel so etwas. Aber das kann man dann irgendwie bewusst machen dabei. Und die andere Sache ist sozusagen, wenn ich mich als Sender sehe, und das ist ja nun auch etwas, was du am Anfang dann auch schon formuliert hast, ist die Frage, was höre ich vom anderen? Ganz wichtige Frage, oder will ich gar nichts hören? Welche Resonanz will und ermögliche ich? Also du durch dein Spiel kannst natürlich ermöglichen, dass ich reinkomme und dass ich mitkomme. Du kannst sogar am Anfang, wenn wir Zeit hätten, noch mehr irgendwie offen lassen, oder wir könnten uns bestimmte, also es gibt viele Möglichkeiten einfach, das brauche ich nicht aufzulisten. Es gibt aber auch Dinge, womit man das verunmöglichen kann. Du kannst also dann auch sagen, okay, du ganz am Anfang, ich spiele jetzt einfach durch. Und es gibt in der freien Improvisation ja auch immer diese sozusagen, wie soll man das sagen, die Leute, die im Prinzip alles durchspielen. Wir haben mal ganz lange darüber gesprochen, warum bestimmte Leute nie aufhören können, ne? Warum sie kein Ende finden. Ja? Weil die im Prinzip nur noch so in ihrem Dingen drin sind und dann irgendwie alles um sich herum nicht mehr wahrnehmen. Und damit, und auch nicht das, was du gestern gesagt hast, dass das Stück zu Ende ist, oder dass die Musik eigentlich verlangt, dass jetzt zu Ende ist, sondern die sind dann einfach noch da und machen dann zu Ende. Welche Interaktionsmöglichkeiten schließe ich eventuell mit meinem Tun aus? Ja, das ist also auch eine interessante Frage, wenn ich spiele und merke, ich will gar nicht, dass, also man könnte das sogar als Strategie machen. Wie spiele ich, dass mit niemand reinkommt? Ja, das ist irgendwie, das kann man, ich glaube, das geht. Das habe ich auch schon ausprobiert. Ich habe auch noch bei diesem Treffen mit dem H, habe ich also auch tatsächlich bei den Stücken immer geschafft, dass wir zu Ende kommen. Und zwar dadurch, dass ich irgendwie wusste, wie das geht. Also das heißt, das war jetzt auch positiv ausgedrückt, ich habe auch Interaktionsmöglichkeiten, die ich einsetzen kann. Also man kann auch ein bisschen manipulativ spielen, indem man natürlich irgendwie plötzlich irgendwelche Kadenzen spielt oder einfach immer weniger spielt und dann merkt also eigentlich jeder irgendwann, dass Schluss ist. Ja, oder irgendwie leiser wird, also es gibt das Ritardando, gibt es auch noch, was eigentlich eine sehr forcierte Strategie sein kann. Und es ist interessant, dass da die Leute
ganz schnell und klar darauf reagieren. Das ist das, was Urban eben gesagt hatte mit diesen Archetypen. Das sind so Archetypen, auf die kann man dann irgendwie raus und dann wird es immer, immer weniger und dann ist für alle klar. Es sei denn, es sind Leute, die genau deshalb dann wiederum die Entscheidung treffen, jetzt spiele ich aber alleine weiter. Ja, das gibt es dann also auch. Ne? Das gibt es dann auch. Und genau, das ist dann, welche Resonanzen erwarte ich oder will ich herausfordern? Das ist dann sozusagen das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Damit kann man dann also auch als... als eine Bild zeigt uns das ganze Bild. Okay. Ja, stimmt. Welche Resonanzen erwarte ich oder will ich herausfordern? Ja, ne? Ist das gut. Ja, jetzt ist das nicht viel. Gibt es keine vierte? Nein, es gibt keine vierte. Im Moment jedenfalls noch nicht, weil ich bin ja immer in Bewegung. Vielleicht finde ich noch mehr als das, was ich euch heute sagen kann. Ja, okay, ich glaube, das ist jetzt sozusagen der, der Punkt und ich würde, ich weiß nicht, wie viele Minuten Zeit ich noch habe, eigentlich nicht mehr. Ne? Würdest du denn brauchen? Nein, dann die Frage war ganz falsch gestellt. Ich mach Schluss und sage noch, ich würde noch gerne einen sozusagen zusammenfassenden Satz sagen dazu. Ich weiß, ehrlich gesagt, dass das Ganze natürlich alles viel komplexer ist, als ich das hier so in so einem, in sowas darstellen kann. Ja? Es ist in diesem Falle tatsächlich, ich warte immer darauf aus, dass es irgendwie metaphorisch ist, aber die, diese Kategorien der Interaktion sind, wenn man ihnen bewusst, mit ihnen bewusst umgeht, eine ganz große Hilfe, freie Improvisation mit, gerade mit Musikern zu machen, die das überhaupt erstmal nur gar nicht gewöhnt sind. Also ich arbeite in Wien mit den klassischen Musikern, mit dem Institut für Kammermusik. Und dort ist es natürlich irgendwie, die kennen auf der anderen Seite genau diese Kategorien auch, weil es sie in jeder Kammermusik auch gibt. Ne? Es gibt jede komponierte klassische Kammermusik, hat bestimmte Dinge wie begleiten, antworten, initiieren, integrieren, das Gegenteil tun. Also es sind alles eigentlich Dinge, die sozusagen gesamtmusikalisch sind und die man dann irgendwie aus der, ich nehme sie in die Interpretation, ich stimme dir zu, Interpretation und Improvisation sind eigentlich sehr eng beieinander, jetzt ich das weg, dass man daraus dann, dass sie dann also auf diese Weise sozusagen die andere Seite der Kugel, ich sage ja immer, Musik ist die eine Kugel und das ist die Seite, die wir kennen, das ist die reproduzierte Musik und auf der anderen Seite ist die Musik, die offene Musik, die improvisierte Musik. Und in diese Musik könnte man dann auch mit denselben Prinzipien eigentlich einsteigen. Ich habe noch eine Anekdote, die Anekdote, das ist in Umberto Eco hat ein umwerfendes Buch geschrieben im Hinblick auf Semiotik, Kant und das Schnabeltier. Es ist ein wirklich, dieser Mann ist eigentlich irgendwie ein Genie in der Art und Weise, wie er schreibt und wie viel er schreibt, unfassbar. Und er hat dort einen interessanten, hat sozusagen die Semiose beschrieben. Und Semiose ist der Vorgang, über den wir hier gerade sprechen. Das heißt, es ist, wenn wir gemeinsam versuchen, in irgendeiner Weise die Bedeutung irgendwie und Sinn irgendwie zu machen in dem Tun, was wir gerade tun. Und er hat die Geschichte beschrieben, die mich sehr angeregt hat, die heißt Montezuma, ne, der Aztekenkönig. Die Spanier kommen. Die Spanier bringen ein Tier mit, was sie noch nie gesehen haben, ein Pferd. Ja? Und dann gehen die Boten zu Montezuma und versuchen ihm zu beschreiben, was da jetzt eigentlich ist, was das eigentlich ist, auf der Basis von irgendetwas, was man sozusagen noch schon weiß. Aber man hat noch überhaupt keine Vorstellung davon. Ja? Und dann macht sich jeder von diesen Boten, hat irgendeine Vorstellung davon. Und irgendwann fangen die an, diese Vorstellung miteinander auszutauschen. Und dann ergibt sich plötzlich eine allgemeine Vorstellung. Ah, es hat vier Beine und was weiß ich, es hat einen Schwanz und ist meistens irgendwie braun und riecht in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und danach, dann irgendwann kann man dann sagen, das ist jetzt eine verallgemeinerte Vorstellung. Jetzt wissen wir, dass das ein Pferd ist und jetzt wissen wir auch, welchen Namen wir geben. Dann hieß es dann bei den Azteken Makatl und damit war das dann irgendwie. Und ich glaube, dieser Vorgang ist auch bei den Dingen, die wir miteinander in der Improvisation machen, immer wieder ein interessanter Punkt. Wir gehen von dem aus,
Du hast es auch eigentlich beschrieben, Robert, von dem, was sozusagen in uns drin ist, als, ich nenne das immer den Rucksack sozusagen, den wir mit in den Schleppen, so als auf die Bergtour. Und dann fangen wir an, Dinge, die neu sind. Das war für mich eben halt diese Jazz-Situation, mit diesen Möglichkeiten irgendwie abzuklopfen. Und irgendwann, wenn man dann in Kontakt kommt und diesen Kontakt irgendwie ausweitet und, wie du das schon gesagt hast, dann, wenn wir länger arbeiten würden, dann hat man irgendwann, kann man lernen und kann man sich eine allgemeine Vorstellung machen. Und dann würde ich auf diese Weise durch das, wie wir spielen, auch Jazz lernen. Und das wäre für mich die interessanteste Art zu lernen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Reinhard. Minimale Umbaupause und dann geht es weiter mit Karl Bergström Nielsen und Cognitive Event Cycles. Gespräch in der Mittagspause.
Gut, dann freue ich mich, dass es jetzt weitergeht mit Karl Bergström Nielsen. Danke sehr. Ja, es geht um die menschliche... Ja, ich stehe auf, ja. So, etwas zur Seite, glaube ich. Es geht um die menschliche Bewusstheit. Freie Improvisation ist frei, aber es gibt Anhaltspunkte, wenigstens individuell, nach einigen Sekunden sicher auch kollektiv. Es gibt Anhaltspunkte, es gibt Inspirationen, wie wir ja ganz wunderbar auch erarbeitet haben. Man kann Inspiration von da oder von da nehmen. Nun, das möchte ich erforschen. Bitte so einen Platz nehmen. Ja, das ist nicht so praktisch für Corona. Das ist ein ganz Menge. Aber ich möchte, ich gehe zurück zum Mikrofon. Ich lese mal vor. Also, ich möchte ein Modell darstellen für den Stream of Consciousness während Improvisation. Nun, das Modell ist zyklisch. Ist der Christian irgendwo? Der ist nicht mehr da. Ach, ärgerlich. Er wird das vielleicht interessanterweise kritisch betrachten. Na, gut. Können wir auch. Ja, diese, er hat eine Ähnlichkeit mit dem noetischen Zirkel. Aber ich behaupte nicht, dass es ganz mechanisch vorgeht. Aber was ich weiß, ist, dass während Improvisation habe ich doch einige Entscheidungen, und das ist vielleicht am allerdeutlichsten, wenn es Solo ist, dann spüre ich ja, das, was ich hier mache, ich könnte vielleicht daran festhalten, das wäre interessant, oder auch das verändern, und das ist eine Wahl, die ich habe. Und nach einiger Zeit wenigstens möchte ich was anders machen. Was ist denn das, diese Lust nach Fortwandern? Naja, Ed Sarat hat in einem Artikel das Modell hier dargestellt und das kann so beschrieben werden, ich lese meine deutsche Übersetzung meines Referats. Die Aktivität während einer Improvisation richtet sich wechselweise gegen das Innere und Äußere, haben wir ja auch schön erarbeitet, in Kontakt mit sich selbst zu sein, in Kontakt mit der äußeren Welt, mit dem Raum, mit den Klängen etc. Also, die Aktivität richtet sich wechselweise gegen das Innere und Äußere. Und das passiert in Cognitive Event Cycles. Das heißt, in solchen Zyklen, in der innergerichteten Phase entstehen spontane Ideen und Vorkommnisse. Und die Ausarbeitung aber von Details aus diesen Ideen gehören indessen in die außengerichtete Phase. Also, ja, ich behaupte, man bekommt eine Idee, ach, jetzt spiele ich so, ja, das macht Spaß, das mag ich gern. Sowas kann passieren während der Improvisation und dann kann ich ja dabei denken, ach, ich möchte das fortsetzen, das macht richtig Spaß, ich mache etwas mehr davon. Das ist also Ausarbeitung von Details, denn ich hatte schon die Idee.
Ma. Je weniger, ja, und diese Ausarbeitung von Details aus diesen Ideen gehören in die außengerichtete Phase. Also, das Modell ist ein Zyklus. Man hat Ideen, die spontan entstehen. Man hat Ausarbeitung von Ideen. Man hat Ideen, man hat Ausarbeitung. Man kann immer fort im Prinzip in diesem Zyklus gehen. Dann heißt es, je weniger voraussehbar ein musikalischer Prozess ist, welcher dann sozusagen die Wahrscheinlichkeiten neutralisiert, also wenn es voraussehbar ist, dann ist das Unvorhersehbar neutralisiert. Na, je weniger voraussehbar, je mehr von diesen Eventzyklen, je mehr von diesen Eventzyklen finden pro Zeitabschnitt statt und je größer wird die interaktive und inventive Kapazität der Musik sein. Jetzt habe ich sozusagen den Theoriehut an. Also, je weniger voraussehbar die Musik ist, je schneller läuft der Zyklus. Ist das nicht klar? Von Ideen kriegen, Ideen ausarbeiten, neue Ideen. Ja, hoffentlich ist das klar. Also stellen wir uns vor, ich möchte jetzt bald zweimal fünf Minuten Improvisation. Ja, die Instruktion kommt bald. Ja, hier ist ein Zufallsgenerator. Ja, ja, jetzt habe ich den praktischen Hut an. Ich möchte nämlich ein überschaubares Ensemble, das für uns alle spielt. Und ich mache jetzt eine Nummer zwischen 1 und 12. Nummer 2. Wer im Februar geboren ist, darf mitmachen. Wie viele sind im Februar geboren? Eine Person im Februar geboren. Letztes Jahr haben wir eine Information. Wer ist im Juni geboren? Zwei, drei Mitglieder haben wir. Gut. Wer ist im Mai geboren? Vier. Gut. Wer ist im April geboren? Fünf. Sagten wir. Wer ist im Dezember geboren? Gut. Du warst auch nicht. Ah, und du warst auch nicht. Ja, ich glaube, wir haben sieben Mitglieder. Gut. Wir müssen. Ja, ich soll ja. Pech für die. Das ist improvisiert. Ja, die Raum, dann mag ich nicht. Ist denn jetzt der Februar noch dabei? Ist wer? Alle. Okay. Also, das Ensemble ist erkoren. Okay. Ja, ja, ihr sollt vielleicht. Naja, wir wissen, wer das ist. Stellt euch vor, ihr Ausgewählten. Stellt euch vor, es passiert eine ganze Menge. Wir haben eine ganz schöne Komplexität, ein Wirrwarr von Impulsen. Es kann beinahe im Körper, im Haupt gefühlt werden. Es prickelt. Vieles kann passieren.
Und das erneut sich immer wieder. Und so wird das in den nächsten 5 Minuten sein. Bitte schön, improvisiere nach dieser Vorstellung. Thank you.
Obwohl, das waren 4,5 Minuten. Kann genügen. Jetzt das Gegenteil. Ein Verweilen. Vielleicht wie in einer Landschaft. Man geht vielleicht zu Fuß, das variiert sich aber langsam. Man folgt einem Weg mit Verschlingungen, man weiß nicht richtig, was um die Ecke auftaucht. Jedenfalls, da, es gibt eine gewisse Intensität darin und das ja, ist intensiv, so für 5 Minuten. Bitte.
Das waren wiederum 4,5 Minuten. Habt ihr gut gemacht. Jetzt haben wir Zeit für eine Diskussion. Da brauchen wir auch ein Mikrofon. Vielleicht der funktioniert für diejenigen, die da mitmachen. Ja, ich kann anfänglich fragen, haben wir, ja, das gilt vielleicht auch besonders die Zuhörer. Ja, ich frage einmal zuerst die Zuhörer, bekamt ihr eine Illustration von solchen Zyklen in dem, was sie hörten? Wurde etwas von dem Funktionieren des Modells illustriert? Keine eindeutige Antwort. Was sagen die Musiker? Die Musiker waren... Ich habe erstmal eine Rückfrage, Karl. Ja. Ich habe es so verstanden, dass das erste Stück inhaltlich vor allen Dingen überladen sein sollte. Wahnsinnig viel los. Du hast gesagt, es kribbelt unter der Haut. Und dass es beim zweiten um sehr langsame Prozesse ging. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja? Okay. Ich habe es nicht so ganz in der Musik wiedergefunden. Ich fand das zweite auch ziemlich voll. Also diese langsame Entwicklung hatte ich mir, könnte ich mir anders vorstellen. Also fand ich... Ich fand das zweite auch ziemlich überladen. Nicht so wie das erste, aber ziemlich. Aber diesen Prozess habe ich, glaube ich, vielleicht noch nicht ganz verstanden. Vielleicht muss ich ihn verstanden? Obwohl ich erwähne, ich habe... Ja, ich warte mit meiner Meinung. Aber du meinst, Matthias, sie waren gar nicht so ganz verschieden. Ich auch. Doris sagt, stimmt zu, gar nicht so ganz verschieden. Ja, Corinna will auch was sagen, sie muss Mikrofon haben. Also ich hatte beim ersten Stück schon am Anfang das Gefühl, dass diese unheimlich vielen Impulse da waren, aber das hatte dann einen zweiten Teil, wo ich den Eindruck hatte, dass ihr das gar nicht durchhaltet, so viele Impulse auf einmal, so dieses viel zu viel und diese Übereinanderlagerung, da wurde es wahnsinnig transparent. Und bei dem zweiten Stück hatte ich den Eindruck, das fing mit einem starken Impuls am Klavier an, so ein Rhythmus. Und so ein erster Start prägt natürlich irgendwie den Verlauf sehr stark und dadurch war so ein Tempo in dem Stück und ich hatte mir anhand der Anweisung eigentlich was sehr Langsames hatte ich erwartet und das kam dann nicht, weil das einfach durch diesen ersten Impuls gleich auch eigentlich, es war sehr dramatisch, fand ich, das zweite Stück. Also es war anders wie das erste, aber es war sehr dramatisch, es hatte sehr viel Spannung innerhalb der Phrasen und unter Verweilen an einem Ort und dass sich da langsam was entwickelt und so hätte ich jetzt eine andere Erwartung gehabt, genau. Also insgesamt, welches Stück war am abwechslungsreichsten? War das das erste oder das zweite, Corinna? Ich fand fast das zweite abwechslungsreicher, weil das erste hatte einfach am Anfang wahnsinnig viel und dann gab es den zweiten Teil. Ja, aber das zweite Stück war insgesamt in sich immer sehr abwechslungsreich. Ja, abverstanden, gut. Urban wollte auch was sagen. Mikrofon bitte. Doch, für den Stream. Bitte immer ins Mikrofon sprechen. Bitte immer. Ja, wegen Übertragung. Ich muss das Mikrofon nachhalten. Okay. Ja, jetzt bin ich beim Mikrofon. Bei diesen Ansagen glaube ich, dass es Verwirrungen geben kann.
die Idee dieses Zyklus, der auf der einen Seite ganz dicht ist, also in kurzer Zeit viele Entscheidungen getroffen werden, und die Langsamkeit dieses Zyklus, was Basis der zweiten Impro gedacht war, wo dieses Entscheiden nicht in dieser Dichte stattfindet, glaube ich, kann man dann verwechseln mit einer lauten, schnellen, temporeichen Musik mit einer leisen, ruhigen Musik. Und das ist, glaube ich, ein Klischee, das nicht sein muss. Klar. Insofern sind auch die Bilder, die du dann dazu genommen hast, hatten die Tendenz, diese zwei Atmosphären quasi zu realisieren. Ja. Ja. Aber das ist einfach mal ein Statement, vielleicht gibt es andere. Ja, ich bin recht bewusst, dass Metaphern wirklich mehrdeutig sind. Und es ist vielleicht sogar unmöglich, das präzise zu beschreiben, was ich da wollte. Und daher akzeptiere ich auch das empirische Ergebnis hier. Ich habe während der zweiten Improvisation oder schon sehr bald auch bei dem ersten gedacht, ja, das ist eigentlich sehr relativ, das ist sehr mehrschichtig. Und was eigentlich passiert, ist ja auch, was ich höre, ist kollektiv, das ist die Summe von wart ihr nicht, 6 Menschen. Ja. Ja. Und bei der ersten Improvisation gab es auch eine sehr große Dichte. Das wollte ich gerade vermeiden bei Begrenzung der Größe von dem Ensemble. Aber die Klaviere haben ja sich sehr stark durchgesetzt. Ja, Jean will etwas sagen, bitte an den Mikrofon. Ich wollte fragen eigentlich, was du damit erzielen wolltest, ob das mehr so ein Experiment war, Watch What Happens, oder ob du dahinter Gedanken hattest. Mir war auch nicht vollkommen klar, dadurch, dass du dich zurückgehalten hast als Beobachter und eben nicht mitgemacht hast, wie manche der anderen Led Improvisations, war dann für uns als Musiker, glaube ich, doch relativ so, wer fängt jetzt an, wie in einem Chor oder so. Niemand will der Erste sein. Und wir können natürlich auch nicht in luftleerem Raum spielen. Und dann war da diese Anweisung, die ganz gegensätzlich war eigentlich zu dem Geräusch von dem metallenen Blinds, wie heißt das auf Deutsch, Jalousie. Und das hat dann zu diesem Klavierimpuls von mir geführt. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass bei deiner Beschreibung, das war aber meine persönliche Interpretation, dass da bei beiden Energie und Spannung drin sein sollte. Beim ersten überladen, die dann nach einer Weile bei vielen zur Verweigerungshaltung quasi geführt hat, dass dann niemand mehr überladen wollte und die Transparenz gesucht hat gemeinsam. Und was bei der zweiten dann, hatten wir ja eben gerade diesen Zen-Moment der Transparenz hinter uns und wollten quasi dann loslegen. Und natürlich mit 3 Pianisten hat man dann auch gleich wieder diesen Drive unten dran, weil Klavier ja, sehr laut ist. Also deswegen wollte ich gerne das wissen, was du damit erzielen wolltest, woher kommst du, wohin möchtest du, oder war das ein Experiment im Raum? Nun, ich hatte zuerst den Theoriehut an und wollte das Modell, wenn möglich, illustrieren. Aber ich akzeptiere jetzt, dass Resultat, die Wirklichkeit ist zu komplex, um das einfach nach diesen bildhaften Instruktionen, das ist nicht erweisbar, dass es
illustriert wurde. Aber die Impositionen wurden verschieden. Jetzt Ursel und dann Christoph, Mikrofon bitte. Also im ersten Stück ging es um ein kribbeliges Gefühl auf der Haut und viele Impulse. Ja. Diese Impulse mussten für mich jetzt aber nicht laut sein. Ich habe ganz, ganz leise Impulse gemacht und habe oft gar nicht die Taste angeschlagen. Wenn jetzt natürlich laute Impulse kommen, kann man sich nur dafür entscheiden, dem auch was wirklich Lautes dagegen zu setzen. Dann kann ich aber nicht mehr alle hören. Ich muss in der Improvisation erstmal alle wahrnehmen, um erstmal einen Klangkörper zu bilden. Und ich fand die Ansage ziemlich klar. Viele Impulse. Ich war dann fertig mit meinen Impulsen. Ich habe mich an den untersten Teil von Reinhards Liste gehalten, den ich immer gerne ganz nach oben schreibe. Dann warten und nichts tun. Es für mich war Schluss. Wir hatten die Impulse gesetzt, dann war Feierabend. Für mich, für andere jetzt nicht. Und im zweiten Stück fand ich auch die Ansage ganz klar. Ich habe erst mal abgewartet und dann bin ich spazieren gegangen mit meinen Tönen. Das führte dann schönerweise dazu, dass wir zum Teil wie ein Instrument gespielt haben und dass unsere Klavierabteilung aufeinander bezogen war. Trotzdem konnte ich nicht mehr alle hören. Also wieder Pause machen, abwarten. Ich fand diese Ansagen jetzt ganz klar eigentlich. Es ist nur schwer, sich selbst so zurückzunehmen als ein Teil von sieben. Ich spiele natürlich nur ein Siebtel der Musik und nicht die Hälfte. Ich wollte sozusagen das Gleiche sagen. Ich möchte nur an einem Punkt, bin ich nicht ganz einverstanden. Ich fand die Ansagen zwar klar, aber viel zu komplex. Also ich hätte lieber nur eine technische Anweisung und würde damit Musik machen. Und wenn sich das überschneidet dann mit einem Landschaftsbild oder einem Vorgang, den man illustrieren muss, dann hat man schon viel zu viele Möglichkeiten. Ich habe dann für mich nur entschlossen, ich gehe der Musik nach. Also ich habe mich dann sozusagen wieder von der Angabe weggekommen, gesagt, ja, was höre ich? Ich mache mal was dazu. Hast du einen Vorschlag, wie könnte man das technisch ausdrücken? Also das erste Stück, also eben zum Beispiel das Kribbeln unter der Haut, das ist dicht, nervös, fertig. Oder könnte man so sagen? Und dann macht man daraus Musik, ob das dann, also dicht muss es sein, das heißt, man müsste mit der Dynamik arbeiten, oder? Ich wollte noch was sagen. Ja, komm, es hat noch Platz. Bei dem dicht nervös stellt sich natürlich die Frage, ist es eine Anweisung für mich alleine? Also soll ich allein ganz viele Impulse erzeugen oder ist es eine Ansage für die Gruppe? Wir als Gruppe erzeugen ganz viele Impulse, das ist ein Unterschied. Weil das eine Mal spiele ich ununterbrochen und das andere Mal sagt, ah, zack, 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 zack. Es ist notwendig, ich mache nur, individuell, aber man wird ja beeinflusst. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es eigentlich zwei verschiedene Dinge sind und ich glaube, dass sie auch unterschiedlich interpretiert wurden. Fiel mir bei der Gelegenheit auf. Weil wenn wir sagen, es kommen ganz viele Impulse von verschiedenen Seiten, ist es von der Wahrnehmung her oder von dem, wie ich reagiere, hat es was mit der Verzahnung von ganz vielen Leuten zu tun. Und dann bin ich mit meinen Ohren absolut bei den anderen, weil ich ständig gucke, ist da ein Impuls, ist da ein Impuls, jetzt gehe ich da rein. Und bei dem anderen bin ich bei mir und sage, ich bin ganz zufrieden damit, bei mir prickelt es die ganze Zeit. Aber es sind eigentlich zwei völlig verschiedene Herangehensweisen, also jetzt auch, wie ich selber als Musiker reagiere. Ich könnte auf diesem Punkt, habe eine neue Frage an euch, aber ich könnte an diesem Punkt für mich selber quasi konkludieren, dass Langsamkeit vielleicht die Schnelligkeit mehr fördert als Schnelligkeit. Und betrachten wir erneut das Thema, was für Wechsel gab es in der Musik. Wie ich zum Anfang sagte, es passiert was in der improvisierten Musik und dann passiert was anders. Und was sind das für Wechsel und wodurch sind sie bedingt? Habt bitte jemand etwas zu sagen über das, anhand diesen beiden
Beispiel. Für mich war bei dem ersten die Beschreibung oder die Vorgabe, die du gemacht hast, sozusagen die Ausgangsstimmung, habe ich zunächst so empfunden. Und das, was an Materialwechsel oder Richtungswechsel stattgefunden hat, war für mich gar nicht zu differenzieren, weil es zu dicht war. Und dann gab es diese eine Stelle, an dem tatsächlich dann nur noch Jean übrig blieb. Und ich plötzlich wieder empfand, da ist diese Ausgangsstimmung wieder. Und die habe ich versucht, dann eben auf einem ganz niedrigen, dynamischen Level zu verstärken. Und das wurde dann zur Coda, mehr oder weniger. Und beim zweiten, die Vorgabe mit dem Langsamen, war für mich das Markanteste an der Vorgabe, dieses mal sehen, was da um die Ecke wartet. Und deswegen war es abwechslungsreicher, weil mit mehr Spannung angefüllt. Also wir stimmen überein. Das wird wahrscheinlich für jeden anders gewesen. Gibt es mehr zu sagen? Ja, ich gehe schon hier. Ich sage was. Mir ist bei dem, was wir jetzt hier gerade machen, nicht ganz klar der Bezug zu dem, was wir als zu lesen haben. Mhm. Und das würde ich jetzt gerne nochmal irgendwie versuchen, irgendwie laut zu denken, weil das, was du jetzt beschrieben hast, Wolfgang, das ist natürlich, ich gehe da jetzt mal von aus, das sind Working Out Details. Ne? Das waren diese Working Out Details. Ne? Stimmt. Ne? Das heißt, du gibst eine Ansage und dann, genau. Und dann geht es eben halt, dann spontaneous ideas related to the now, das hast du jetzt auch gerade eben gesagt, da hast du gesagt, jeder hat das irgendwie anders interpretiert, das heißt, es gab jetzt keine gemeinsame Vorstellung davon, aber jeder hat ein bisschen was davon verstanden und dafür gibt es irgendwie, bei Echo, weil ich ja gerade dabei bin, irgendwie auch was Schönes, der sagt dann immer, das ist sozusagen das, was wir selber sozusagen verstehen und er nennt das den kognitiven Typus, KT nennt er das und das ist also das, was wir immer mit uns rumtragen, das heißt, dass ich auch nicht weiß, wenn ich jetzt mit dir irgendwie dir jetzt eine Anweisung gebe, das ist Kribbeln, dann weiß ich nicht, was du daraus machst, weil du dann ganz viel wieder sozusagen innerlich irgendwie damit verbindest. Ja? Das ist und für mich ist die Frage, die ich jetzt hier auch zu dem Modell habe, ist eigentlich, was sind die Pfeile? Was ist das eigentlich? Ein Zirkel ist ja super. Die was? Die Pfeile. Die Pfeile? Die Pfeile. Was ist das für ein Zirkel? Was ist das jetzt eigentlich? Was passiert jetzt von die spontaneous ideas related und dann gehen die wieder in working out. Was heißt das jetzt eigentlich? Was ist das jetzt eigentlich? Aus welchem Grunde ist das? Ne? Und ich erinnere mich an die Sache, die der Klaus-Ernst Behne in Luzern irgendwann gesagt hat, mit dem Suchen, Vergleichen, Bewerten. Ja. Damit sind wir, dann wären das jetzt sozusagen Handlungen, die ich dann verstehe. Das heißt, ich suche irgendwas, ich vergleiche das mit dem, was ich selber weiß und spiele es, oder versuche mit dem, was die anderen machen. Das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Aspekt und weiß nicht, man könnte da noch weiter drüber reden. Ich würde einfach gern wissen, was ist das eigentlich für ein Hintergrund? Wer ist denn dieser Herr Ed Surratt? Ja, ich habe ja nachgewiesen den Artikel und er spricht auch über Memory und das Erinnern, was passierte und das Antizipieren. Jetzt haben wir eigentlich 40 Minuten und müssen beenden, aber Schlusswort könnte sein, wann arbeiten wir Details aus? Diese Ausarbeitung muss ja zwangsläufig passieren, wenn etwas sehr, sehr dominant in der kollektiven Klanggebilde präsent ist, dann kann man nichts anderes als Details beizutragen.
Also das hängt ab von mehreren Faktoren, wie schnell oder langsam dieses Wechsel zwischen Idee und Ausarbeitung passieren kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Karl. Lasst uns jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit nehmen, nochmal für eine Mittagspause. Da können wir das Gespräch weiterführen. Und dann gehen wir in den Endspurt und ich würde sagen, wir verlängern um 15 Minuten vielleicht, sodass wir bis 16.15 Uhr, 16.20 Uhr das Symposium ausdehnen. Und genau, dann sehen wir uns gleich wieder in einer halben Stunde.